Ich wusste es auch, Ethan lebt noch. Habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Was ist passiert? Ist da jemand? So, okay. Trostlose Gegend hier. Wie komme ich hierher? Oh, Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Was? Oh. Evelyn? Wie kann das sein? Okay. Du bist tot. Oder auch, oder nicht? Tot. Ich meine, Miranda. Sie. Nein. Ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da. Siehst du? Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Bin ich aber... Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose, mit mir, ich. Ist Mia da nicht auch tot? Oh, die Hand. Oha. Die angeklebte Hand. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter... Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde Rose reiten. Boah, ist das hell. Wie ist Rose dann entstanden? I'll save you no matter what. Na, genug geschlafen? Duke, was? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke...
Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ist nur ein bisschen Schimmel, geht noch. Ja. Das war dumm von mir. Nö, alles gut. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja, let's go. Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Rose aus den Händen Mirandas befreien. Erst will ich noch was gucken. Wie viele Pferde hat er hier? Eins? Ein Pferd reicht, um den zu ziehen? Okay. Da lang, ne? Shop öffnen, das geht. Okay, ich hab Waffen. Letzte Gelegenheit. Ja, ich will mal kurz gucken. Na, Wumms für die Wumme. Wird eigentlich. Oh, bei all der Aufregung habe ich ein ganzes Absatzgebiet verloren. Ich würde gerne Muni kaufen. Wenn ich weiß, wie hart der Kampf wird. Da hattest du ein Auge drauf, was? 86. 172, hier habe ich 4. Komm, ich glaube, Minen werden uns nicht viel bringen. Sagt mein Gefühl. Munition für die Coldbane haben wir nicht, ne? Erweiterte Trommel. Bitte, gib Acht. Danke. Mach ich, danke dir. Du bist ein Guter. Ne, doch, wollte ich. Kann ich noch Blendgeschosse herstellen? Explosivgeschosse. Heiltrank noch 2. Sollte reichen. 20 davon. Munitionstechnisch sind wir gut aufgestellt. Alles durchladen. So. Auch nochmal laden. Auch nochmal laden. Das Messer werden wir nicht brauchen. Dann kann ich den auf die 1 legen. Der ist schon wieder aufgeklappt. Okay, den werden wir wohl eher brauchen. Lasst mich in Ruhe. Echt mal. Keine Zeit für die Spielchen hier. Einfach weiter. Genau, einfach weiter gegen Ethan. Untersuchen? Bestimmt eine gute Idee. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Ah, ich habe dich so vermisst. Ah. Ja. Was? Ja,
Meine Kräfte verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper, wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Lass los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Hab ich das? Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Ja, das sind zwei. Du kannst also in Frieden gehen. Hä? Und zwar, du weißt, was es bedeutet, dein Kind nicht zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, das macht da sein, stehst aber du es endlich. Rose ist mein Kind, nicht deins. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Stirr! Und übergib dein elendes Leben dem Megamyzeten! Ist sie jetzt mitgenommen? Ja. Wo ist sie denn? Ja, ich bin gut, ne? Aha. Du wandelnde Leiche! Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Nachgeladen, ach so. Warum willst du nicht sterben? Das frage ich mich auch gerade bei dir. Du kannst eigentlich auch gerne mal sterben. Wow. Mal weg da. Das war's für dich! Jetzt ja, nee. Stirb! Stirb du doch mal. Wo ist sie denn jetzt? Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Genau, Ethan, gib's ihr. Da. Jetzt hat er wieder nicht nachgeladen. Wehr dich nicht. Ja, das Spiel lässt mir ja keine andere Wahl. Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an den Megamyzeten! Du sollst ein für alle Mal verschwinden! So langsam schießen hier. Meine Tochter! Meine Eva! Na, wer ist jetzt die wandelnde Leiche? Rose! Alles gut, Rose. Alles gut.
Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Dass man Ethan sein Gesicht nie sieht. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Die angeknabberte Hand. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Er tut das Richtige. Sag mir, was los ist. Wo? Das waren uns bald Bomben? Wow. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Okay. Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Einmal die Tür eintreten, oder? Dafür werden sie bezahlen. Village, Resident Evil.
Ach, die Geschichte vom Anfang. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark, der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Because of you.
Abspann ist auf jeden Fall geil gewesen. Nicht gewesen, sondern ist geil. Läuft ja noch. Epcom. Ach, das geht noch weiter. Oh. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie.
Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Die wird aber mehr auf dem Kasten haben, als man denkt. Ganz nach dem Vater. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ja, der Witz war ja aber auch scheiße. Also das war ja nur kein Witz. Der Witz war ein Witz, ja. Ich weiß. Wer ist denn das da hinten am Horizont? Die halten an. Okay. Hier endet die Geschichte des Vaters. Okay. Achso. Abschlusszeit 9 Stunden, 57 Minuten, 31 Sekunden. Ein neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Neue Filme hinzugefügt. Ich mach's mal. Jo. Lesen. Ja, das war's auch schon mit diesem Let's Play. Schade eigentlich. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit. Und fürs Zuschauen natürlich. Jetzt mit der Szene mit Evelyn und Miranda, da wusste ich gar nicht, was ich da noch sagen soll. Das war so interessant, spannend, alles Mögliche. Ich hätte keinen Plan, was ich dazu noch kommentieren soll. Daher, ja. Was mit dem, wer war das eben am Horizont? Das wird mich interessieren. Weil das Auto hat ja auch angehalten. Also, die müssen den ja kennen. Das sah nicht nach Chris aus. Weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch noch Ethan ist und er vielleicht doch nicht wirklich tot ist. Ah, weiß ich nicht. Das schreit aber so ein bisschen nach dem 9. Teil. Ich glaube, es kommt auch ein 9. Teil raus. Bin ich mir aber nicht sicher. Und ich glaube, das dauert dann auch noch ein paar Jahre, bis er draußen ist. Ja, wie gesagt, das war's mit diesem Spiel. Und mit dem Let's Play. Danke fürs Zuschauen und verabschiede ich mich auch. Dann sehen wir uns, dann sehen und hören wir uns. Oder sehen tut er mich ja nicht, aber dann hören wir uns im nächsten Projekt. Tschüss.